Willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute möchte ich diese Ecke hier aufräumen, die ganze Osterdeko wegräumen und hier wieder ein paar Filme hinstellen. Und dies möchte ich quasi mit euch gemeinsam machen. Im ersten Schritt, wenn die ganzen Dinge hier verschwinden, und dann werde ich das nach und nach mit Filmen bestücken und über die einzelnen Filme ein paar Worte verlieren. Viel Spaß damit! So, jetzt habe ich auf einen Raum geschaffen, um ein paar meiner DVDs aufzustellen oder Blu-rays aufzustellen und ein wenig darüber zu quatschen. So, jetzt ist noch mehr Platz geworden. Dann fangen wir mal an. Ich habe einige Blu-rays, die ich einschlichten möchte. Aber das meiste habe ich DVDs, die ich hier unterbringen möchte. Zum Beispiel die Planet Terror Box, die habe ich hier schon extra auf meinem Kanal vorgestellt. Zug raus, oben zum Aufmachen. Ein sehr toller Film, wie ich finde. Können wir sie hier platzieren? Na, schauen wir mal. Machen wir es eher mit Plus. Dann habe ich vor kurzem Agent Carter ertauscht, da gibt es nur eine einzige Staffel. Bin ich sehr gespannt drauf. Das war quasi die Liebschaft von Captain America. Ich bin sehr gespannt auf diese Serie. Ich bin normal kein großer Serienschauer. Aber das ist nur eine Staffel, eine komplette Serie. Bin ich gespannt. Aus dem Marvel-Bereich. Also, vielleicht finde ich mal die Zeit. Dann habe ich noch andere Filme ertauscht, die ich noch nicht gesehen habe. Den Film habe ich schon gesehen, Wanted Man. Der letzte Actionfilm mit Dolph Lundgren, den auch, wo er auch selbst Regie geführt hat. Ist echt sehr gut. Guter B-Actionfilm. Und man macht auch kein Hehl draus, dass der Herr Lundgren schon etwas in die Jahre gekommen ist. Aber das passt gut drin, in diesem Film. Dead for a Dollar, ein Western von Walter Hill. Muss ich mir erst anschauen. Bin gespannt. Dann ein Tom Cruise-Film, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Brasil ohne in Amerika, bin ich auch sehr gespannt. Dann zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nie Nightmare Before Christmas gesehen habe. Da habe ich aber jetzt erst neu ertauscht. Bin ich gespannt, wenn ich aber Lust und Laune habe. Ein ziemlich dunkles Cover, Big mit Nicolas Cage. Auch noch nicht gesehen. Quasi Filme, die gerade erst neu in die Sammlung gewandert sind. In diesem Film habe ich schon gesehen, No Exit mit Jeff Winkert. Ein toller Actionfilm, quasi angelehnt an Running Man, kann man fast sagen. B-Action-Variante davon, macht aber Lust und Laune. Ein Film, den ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, ist Tropic Thunder mit Jack Black, Ben Stiller und Robert Downey Jr. Das der ganz rechts ist Robert Downey Jr. Und auch Tom Cruise spielt hier eine kleine Rolle. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß quasi fast nichts mehr von dem Film. Bin ich auch sehr gespannt. Nächste Sichtung. Habe ich auch ertauscht, muss ich mir erst anschauen. Ein Animationsfilm, der mir sehr gut gefallen hat, ist Raus aus dem Teich. Witzig gemacht, sehr spannend. Unterhaltsam, gut animiert. Und auch hier sind drei neue Mini-Movies dabei, wo auch die Minions eine Rolle spielen. Lohnt sich, wenn man mal abschalten möchte. Dann eine schöne DVD-Edition, die glänzt, ich weiß nicht, ob man so sehen kann. Die ist geprägt von Transformers 2, die Rache. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Jetzt wieder in die Sammlung geholt. Ein weiterer Film mit Dolph Lundgren in einer Nebenrolle ist Aquaman Lost Kingdom, der zweite Teil der Aquaman-Reihe. Schon gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Quasi gleich gut wie der erste Teil. Für mich war das voriges Jahr der zweitbeste DC-Film. Erstbeste war für mich The Flash. Und dann Aquaman und dann Blue Beetle, der mir aber auch gut gefallen hat. Dann geht es mit den Special Editionen weiter. Zum Beispiel habe ich hier die Hulkbox. Die habe ich schon separat auch meinem Kanal dargestellt, vorgestellt. Stellen wir es hin.
schön. Dann habe ich hier ein schönes Steelbook in Version vom Mars, ein Blu-ray Steelbook. Das Besondere ist hier, dass hier ist auch die Originalversion drauf. Das ist quasi schon ein Remake gewesen. Und die Originalversion ist quasi hier als bei den Extras dabei. Mir gefällt es sehr, dass hier da vorne nur die Monster zu sehen sind und hinten der Titel steht. Dann weitere Blu-rays, Jagdfieber 3, muss ich mir erst anschauen. Bin ich sehr gespannt. Dann Indiana Jones, Königreich des Kristallschädels. Nachdem ich letztes Jahr den fünften Teil mir angeschaut habe im Kino, muss ich sagen, der hier ist besser als der fünfte Teil. Naja, schauen wir mal. Dann I'm Still Here mit Joaquin Phoenix, interessanter Film. Warship Apocalypse ist eher ein Schrottfilm, aber hier ist noch ein zweiter Bonusfilm drauf, beziehungsweise um Zombies geht, der hat mich mehr unterhalten. Dann haben wir noch Red 2, Bruce Willis. Toller Actionfilm, muss man wieder mal anschauen. Der erste war schon gut, aber der zweite ist noch besser. Und dann habe ich noch mal die Blu-ray von Die Eiskönigin ertauscht. So, jetzt machen wir das so. Das macht diese wunderschöne Box. Die stellen wir mal hierher. Jetzt habe ich dann Platz für die zukünftigen Filme, die demnächst noch eintrudeln sollten im Laufe des Jahres. So, schauen wir mal. Gut, das war's mal für dieses Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.